Niemand will doch aussehen wie eine Katze. Sie sagten zu mir, oh, hast du mit Löwen gekämpft? All solche Sachen. Makellose Haut. Pflicht für internationale Fotomodelle. Beadetutu Alabi Fehlanzeige. Die Ziernarben auf Englisch Tribal Marks. Niemand will doch aussehen wie eine Katze. Sie sagten zu mir, oh, hast du mit Löwen gekämpft? Tribal Marks. Heute ihr ganz besonderes Markenzeichen. Sie sind sehr wichtig, deshalb will ich nicht, dass sie überschminkt werden. Sie können darum herumarbeiten. Die Narben sollen zu sehen sein, denn das ist mein Markenkern. Ich bin das Model mit den Stammesnarben. So, das ist mein Brand. Sie sind sehr wichtig, deshalb will ich nicht, dass sie überschminkt werden. Sie können darum herumarbeiten. Ihre Markierung ist kein Tattoo. Die 31-jährige Nigerianerin war erst ein paar Wochen alt. Da ließen ihre Eltern ihr die Markierungen ins Gesicht schneiden. Lange hat Adetutu sich für ihre Narben geschämt, versteckte sie deshalb. Doch heute kennt sie keine Scheu mehr. Sie macht ihren vermeintlichen Makel zu ihrem Markenzeichen. Die 31-jährige Nigerianerin war erst ein paar Wochen alt. Da ließen ihre Eltern ihr die Markierungen ins Gesicht schneiden. Lange hat Adetutu sich für ihre Narben geschämt, versteckte sie deshalb. Lange hat Adetutu sich für ihre Narben geschämt, versteckte sie deshalb. Erst jetzt rede ich viel darüber. Und damit muss ich weitermachen. Nicht ich selbst habe das in mein Gesicht gemacht, sondern meine Eltern. Als Erkennungszeichen und für die Schönheit. Nicht ich selbst habe das in mein Gesicht gemacht, sondern meine Eltern. Als Erkennungszeichen. Zeichen und für die Schönheit. Ein Model mit Ziernarben. Für Fotograf Santos Akilele gibt Adetutu vielen unbeachteten Nigerianern eine Stimme. Wir sehen viele Leute mit diesen Narben, aber wir wissen nichts darüber. Uns war nicht klar, was sie durchmachen. Und Adetutu hat das alles öffentlich gemacht. Und Adetutu hat das alles öffentlich gemacht. In Nigeria leben mehr als 250 Volksgruppen. Einige praktizieren die Tradition der Markierung. Eindeutige Zeichen, aus welcher Stammesfamilie jemand kommt. Manche färben die Narben mit Asche dunkel. Sie können groß oder klein sein. In Nigeria leben mehr als 250 Volksgruppen. Einige praktizieren die Tradition der Markierung. Eindeutige Zeichen, aus welcher Stammesfamilie jemand kommt. Und so entstehen sie, Fotos aus Benin. Tief gehen die Schnitte, Blut fließt. Keine Betäubung. Adetutu Alabi lebt jetzt in Lagos, zusammen mit ihrer kleinen Tochter Peace. Peace soll so etwas nie erleben müssen und auch nicht mit den Folgen leben. Die Markierung von
Peace. Peace soll so etwas nie erleben müssen. Die Markierung von Kindern lehnt Adetutu ab. Und meine Tochter sagt selbst auch nein. Die Leute starren dich wegen der Narben an und schneiden Grimassen, wenn sie dich sehen. Ihre eigene Kindheit war deshalb sehr schwierig. Immer wurde sie gehänselt. Sie traute sich deshalb auch nicht, an die Universität zu gehen. Die Markierung von Kindern lehnt Adetutu ab. Und meine Tochter sagt selbst auch nein. Die Leute starren dich wegen der Narben an. Narben an und schneiden Grimassen, wenn sie dich sehen. Sie traute sich deshalb auch nicht, an die Universität zu gehen. Wenn sie einen Freund hatte, wollte er am helllichten Tag nicht mit ihr gesehen werden. Okay, es ist Nacht, dann können wir ausgehen. Dann sieht man deine Narben nicht und niemand beschimpft dich. Ich habe mitgemacht. Ich war verliebt. Okay, es ist Nacht, dann können wir ausgehen. Dann sieht man deine Narben nicht und niemand beschimpft dich. Ich habe mitgemacht. Ich war verliebt. Adetutu modelt nicht nur. Sie stickt mit Perlen, um Kleider zu dekorieren. So kommen sie und ihre Tochter über die Runden. Adetutu ist auch im Netz aktiv. Eine moderne Frau in Nigeria. Früher haben sie die Gegensätze fast zerrissen. Jetzt schöpft sie Kraft daraus. Die Ziernarben. Niemand sollte sich dafür schämen. Dafür kämpft sie. Adetutu modelt nicht nur. Sie stickt mit Perlen, um Kleider zu dekorieren. So kommen sie und ihre Tochter über die Runden. Die Ziernarben. Niemand sollte sich dafür schämen. Dafür kämpft sie. Andere Leute mit Ziernarben haben mir geschrieben, dass ich ihr Selbstbewusstsein gestärkt hätte, weil ich die Markierung so stolz zeige. Ich habe ihnen gesagt, es waren deine Eltern, nicht du selbst. Du musst dich jetzt nicht für den Rest deines Lebens selbst bedauern. Nicht du selbst. Du musst dich jetzt nicht für den Rest deines Lebens selbst bedauern. Tradition und Moderne, beides liegt hier ganz nah beieinander. Es passt nicht immer gut zusammen. Noch immer werden Kinder markiert. Zum Beispiel hier, in Ibadan, 2 Stunden von Lagos entfernt. Wir treffen hier einen Mann, der sich wünscht, die Markierungen würden überleben. Er hat Angst, seine Kultur zu verlieren. Tradition und Moderne, beides liegt hier ganz nah beieinander. Es passt nicht immer gut zusammen. Wir treffen hier einen Mann, der sich wünscht, die Markierungen würden überleben. Er hat Angst, seine Kultur zu verlieren. Diese Ziernarben lassen uns die Unterschiede zwischen uns sehen. Wer gehört zu welcher Volksgruppe? Woher wissen wir dann, wohin wir gehören?
Er selbst hat sie früher gemacht, zeigt mir die Instrumente. Ob er es immer noch tut, darüber redet er nicht. Stammesnarben bei sehen. Wer gehört zu welcher Volksgruppe? Stammesnarben bei Kindern sind mittlerweile gesetzlich verboten. Aber das Gesetz wird nicht überall durchgesetzt. Dann nahmen wir den Kopf, damit er sich nicht bewegte. Das hier haben wir genommen, um die Haut aufzuschlitzen. Dann machten wir die Narbe. Stammesnarben bei Kindern sind mittlerweile gesetzlich verboten. Aber das Gesetz wird nicht überall durchgesetzt. Boxtraining in Lagos, Stadtteil Mushin. Adetutu Alavis Tochter Peace wollte unbedingt mitmachen. Adetutu unterstützt sie. Sie will ein selbstbewusstes Kind. Wenn jemand mich fragt, dann kämpfe ich. Sie muss nicht professionell boxen. Sie soll sich gegen alles verteidigen können. Adetutu unterstützt sie. Sie will ein selbstbewusstes Kind. Ob sie irgendwelche Verzierungen an ihrem Körper möchte, soll Peace später selbst aussuchen können. Selbstbestimmt. Traditionelle Ziernarben in ihrem Gesicht. Für sich hat Adetutu ihren Frieden damit gemacht. Fotograf Santos Akilele findet, Kultur ließe sich schon übersetzen. Aber ob sie irgendwelche Verzierungen an ihrem Körper möchte, soll Peace später selbst aussuchen können. Selbstbestimmt. Aber jeder müsse doch bitte für sich selbst entscheiden dürfen. Kultur ist doch etwas Flüchtiges, wie alles. Der neue Nigerianer sollte individuell entscheiden können. Lass die Leute selbst aussuchen, was mit ihrem Körper gemacht wird, wie sie leben wollen. Ob sie Ziernarben im Gesicht möchten oder lieber auf ihrem Körper, wo sie es möchten. Genauso wie bei Tattoos. Und jeden so akzeptieren, wie er ist und wie er aussieht.